Moin zusammen. Guten Morgen. Die Mirja hat seit einer Woche nichts mehr im Kühlschrank. Und wir haben gedacht, wir gehen mal heute mal kräftig einkaufen. Und weil heute Mittwoch ist, hat sich das ganz gut ergeben, denn der größte und schönste Wochenmarkt auf Mallorca ist tatsächlich in Sineu und da sind wir heute hingefahren. Immer mittwochs ist auch der älteste Wochenmarkt Mallorcas und riesengroß. Wahnsinn. Jeden Tag gibt es Wochenmärkte auf Mallorca, aber Sineu ist tatsächlich gerade im Sommer auch ein super Ausflugstipp und ein Touristenmagnet, weil, wie gesagt, ihr hier alles findet und der Markt auch sehr traditionell ist noch. Was brauchst du denn alles? Gemüse und Käse, ein bisschen Obst, Käse Obst. Und Oliven auf jeden Fall. Die haben hier so viele Oliven und so viel Käse. Dann gehen wir jagen jetzt. Die eine oder andere Sache, die mutet auch ein bisschen fremd ja, an, oder? Wir haben uns schon ein bisschen erschrocken eben. Ne? Also hier werden auch Tiere verkauft, natürlich in erster Linie Hühner und Vögel, Tauben haben wir gesehen. Gibt es hier eine Taube 10 Euro, zwei Tauben zu 15 Euro, glaube ich. Naja, und Hunde haben wir auch gesehen, die werden hier auch verkauft. Das ist ein bisschen fremdlich. Man kann auch Eier kaufen, die man zu Hause ausbrüten kann, falls man jetzt kein ganzes Huhn mit ins Auto nehmen möchte. Ich kaufe dir ein Ei. Und ich brüte es aus. Ja. Nee, das solltest du machen. Ich wollte eigentlich Lebensmittel shoppen mit der Frau Helms, aber... Hier gibt es Taschen und das sind die besonderen Mallorca-Muster, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? El que esto? Tela de lenguas. De lenguas, sí. Tela de lenguas, das ist dieses Feuermuster. Zunge von Lengua, aber die sehen so ein bisschen aus wie Feuer. So, deswegen sagt man auch Feuermuster. Die gibt es handgemacht in den großen Textilfabriken. Da sind die richtig teuer, aber auch wirklich schön. Und hier kosten die zum Beispiel bei der Dame 10 Euro knapp. Und das für ein Geschenk oder so gar nicht so schlecht. Macht sie alle selbst, hat sie erzählt. In Casa lo haces. In Casa, in Taller. Bueno, en casa, que tengo el taller dentro de la casa. Eine kleine Werkstatt zu Hause und da bastelt sie die Handtasche und dann verkauft sie die hier. Und sie hat auch gerade gesagt, dass egal wie im Sommer, egal wie viele sie von diesen Taschen macht, wenn sie 3 macht, verkauft sie 3, wenn sie 10 macht, verkauft sie 10. Also das läuft gut. Bunyols. Podéis probar si queréis. Están fríos, pero están muy ricos. Sí, podemos probar. Wir dürfen mal probieren. Willst du auch ein? Erstmal musst du erklären, was das ist. Das ist eine Teigware. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was da drin ist. ¿Qué es dentro? Este es boniato. Boniato. Süßkartoffeln. Süßkartoffeln. Ach, Süßkartoffeln. Danke. Danke. Okay. Boah, kennst du die Schmalzkuchen vom Weimar? Das schmeckt mit Puderzucker. Mhm. Spritzring. Frittiert. Fettig. Richtig geil. Nehmen wir jetzt ein bisschen Gemüse mit. Oh, dass man alles probieren darf, ist so gut. Das machen wir öfter. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Ausbeute ist jetzt nicht so groß. Auf jeden Fall ist es echt günstig, hier Gemüse und Obst einzukaufen. Was hast du fürs Gemüse bezahlt? 2 Euro oder was? 2,20 Euro, das ist nichts. Das kann man echt machen. Ja, also es gibt ja ganz, ganz viele tolle Wochenmärkte und die haben wir, wie es sich gehört, für euch zusammengefasst auf www.mallorcakarte.info. Bis dann.